Hey Leute, ich bin's Yannick oder Nonsafe, wie dem auch sei. Ich wollte mich einfach mal eben melden, was so abgeht. Ich fange einfach mal an. Ich habe ja innerhalb von kurzer Zeit zwei neue Intros bekommen. Das liegt nicht daran, dass mir die Intros nicht gefallen, sondern wollte ich das aus einem ganz bestimmten Grund. Ich will ja auf dem Kanal vielfältig sein. Nicht zu vielfältig, aber vielfältig. Deswegen kommen ja auch verschiedenste Sachen wie Minecraft, Battlefield, Shotway und Commentaries. Manchmal nicht so die perfekte Mischung, aber ich will halt das machen, was ich will. Und dabei kann man dann auch nicht immer darauf achten, dass alles perfekt miteinander harmoniert und so weiter. Was mich längere Zeit schon störte, ist, dass ich nur ein Intro hatte. Was kein Problem wäre, da dieses Intro auch extremst geil ist. Aber es ist halt Minecraft. Es war mein erstes Intro damals, als Minecraft auch noch ein bisschen mehr präsent auf dem Kanal war. Aber jetzt bringe ich alles Mögliche, wie schon gesagt. Deswegen hatte ich keinen Bock mehr auf das Minecraft-Intro bzw. Outro. Nach einem Battlefield-Video, das passt einfach nicht. Deswegen die drei Intros. Das hier werde ich weiterhin für Minecraft-Videos benutzen. Das hier ist für Battlefield bzw. generell Shooter und Action alles. Und das ist nun für neutrale Sachen wie Shortway und Commentaries, wisst ihr? Also, ich werde jedes einzelne Intro benutzen. Die Intro-Designer haben sich nicht umsonst die Mühe gemacht. Danke nochmal an R-Control, Mixclips und Olmatri. Ich verlinke deren Kanäle alle in der Beschreibung. Und dann mal zum nächsten Thema, was ich ansprechen will, nämlich generell Projekte jetzt. Der Video-Input ist ja bei mir noch nie so der beste gewesen. Ich gebe mir halt auch Mühe bei Videos, jedenfalls meistens. Und bei einem Video wie das Server-Tutorial oder die 1.8-Vorstellung, bei Videos, bei denen ich nur was ausprobiere und nicht ewig dran sitze und überlege, wobei das 1.8-Video schon mühsam war, bekomme ich doch meistens die Aufmerksamkeit, die ich mir eigentlich von anderen Videos erhoffen würde. Ein Commentary zum Beispiel oder noch krasser, ein Perbild ist viel anstrengender. Genau diese Videos, in die ich am allermeisten Mühe stecke und an denen ich auch die meiste Zeit sitze, von denen ich mir auch am meisten erhoffe. Diese Videos bekommen somit die wenigste Aufmerksamkeit. Let's Plays zählen jetzt nicht. Das wollte ich nur mal eben sagen, weil es halt auch meine Motivation zu verschiedensten Projekten beeinträchtigt. Perbels, naja, ihr wisst ja, dass ich an sehr viel arbeite und dass sehr viel geplant ist, nämlich das hier, das hier, das, das, das hier und noch ein bisschen mehr. Commentaries sind im Moment ein wenig Nebensache, weil ich so in letzter Zeit keine Lust hatte, Commentaries zu schreiben. Aber keine Sorge, ich habe mir reichlich Themen für die Zukunft zurechtgelegt, die mir eingefallen sind, sodass, wenn ich mal wieder Bock habe, was zu schreiben, ich auf jeden Fall einen Anhaltspunkt haben werde. Shortways kommen sowieso nur dann, wenn es was zu berichten gibt, wobei ich das anders machen werde. Damit ich das etwas öfters bringen kann, wird es nicht mehr nur um YouTube gehen, sondern auch um Themen außerhalb YouTubes. Das wird aber schon noch im Bereich Gaming, Rap und YouTube bleiben, also. Und ansonsten werde ich immer mal was bringen, wie ich Bock habe, das wisst ihr. Vielleicht auch mit einem alten Kumpel, der jetzt auch wieder ein bisschen was reißen will. Ich verlinke Redhawk Gaming mal in der Beschreibung. Und vielleicht mache ich auch mal was in Richtung Cinematic, irgendwas mit Battlefield. Ich habe da schon ein paar Vorstellungen. Danke fürs Zusehen und ciao!